Hallo, liebe Zuschauer, und damit willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Karmesin. Ich werde in dieser Folge ein bisschen aufgeregt sein, aber das hat nichts mit Pokémon zu tun, sondern damit, dass ich aus meiner Sicht morgen eine sehr, sehr wichtige Prüfung schreibe, die mich umbringen wird. Nee, ich weiß es nicht, aber ich habe Angst. Wenn die Folge rauskommt aus eurer Sicht, dann am Mittwoch weiß ich dann schon, wie es gelaufen ist. Also Zeitreise an mein zukünftiges Ich möge ich bestanden haben. Wir werden jetzt hier auch eine Art Prüfung erleben. Wir werden jetzt gegen Levi kämpfen. Das letzte Top 4 Mitglied und er wird Drachen-Pokémon benutzen. Ich freue mich auf diesen Kampf. Ich mag Levi und ich denke auch, dass er ein cooles Team am Start haben wird. Ja, da lächelt er uns schon an. Gucken wir einfach mal, wie es hier läuft. Und verlieren wir keine Zeit. Denn es könnte ja auch unter Umständen sein, dass das ein bisschen länger dauert, ne? Na, bereit für den Kampf, Bro? Aber ganz, ganz gerne. Endlich, let's go! Ich mag auch sein Outfit, das sieht cool aus. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Mal sehen. Ja, hier gefällt's mir. Dich so kampfbereit direkt vor mir zu sehen, ist schon krass. Bisher war ich bei deinen Kämpfen immer nur Zuschauer. Jetzt stehe ich dir zum ersten Mal als Gegner gegenüber. Ich weiß, dass du es in der Blaubeerliga unbedingt an die Spitze schaffen musst, Bro. Sonst haben wir ein riesiges Problem. Aber ich kann dich trotzdem nicht einfach gewinnen lassen. Da hätten wir beide keinen Spaß dran. Deswegen werde ich dir jetzt so richtig auf die Pauke hauen. Egal, genug gelabert. Sei einfach du selbst und kämpf so, wie du es immer tust, Aradon. Ich werde mich auch nicht verstellen, verlass dich drauf. Okay, dann legen wir mal los, Bro. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. Okay. Levi von den Blaubeer Top 4. Und er beginnt mit Libeldra und Drahoran. Okay. Wehe, du gibst dir nicht dein Allerbestes, sonst kommen wir vor Enttäuschung noch die Tränen. Habe ich nicht vor. Und er hat 6 Pokémon auf Level 78. Krass. Setzen wir erstmal Eiszapfhage gegen Drahoran ein und Gedankengut. Mondgewalt gegen Libeldra. Turbotempo, das war ja klar, dass das kommt. Und auch das Erdbeben war leider klar. Ist natürlich mit Drahoran eine gute Kombo. Oh mein Gott. Und das Ding hat sogar ein Leben-Orb. Aber irgendwie hat Gardevoir das tatsächlich überlebt. Das hat ja mal gar nichts abgezogen. Oh, eine sehr effektive Attacke. Gibt nicht viele, die das hinkriegen. Ja, toll. Aber wenigstens die Mondgewalt gegen das Libeldra. Tut seinen Zweck. Oder ihren Zweck. Okay. Was kommt als nächstes? Maxax. Auch ein absolutes Monster. Und dieses Vieh ist krass. Da können wir jetzt nur hoffen, dass das vielleicht irgendwie ausreicht, was wir jetzt hier machen. Ja, war leider klar, dass Gardevoir das nicht überleben wird. Ich glaube, Maxax ist aber auch relativ schnell. Ja, ist auch so. Und mit Breitseite hat er was sehr Effektives gegen uns. Und der Angriff sinkt. Na super. Wobei Eiszapfhage ist speziell, ne? Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Killer schon gleich verloren. Das ist natürlich äußerst schlecht. So, in der Hoffnung, etwas Schnelleres zu finden als dieses Drahoran, werde ich jetzt mal mit Gengar hier reingehen. Und da Espinodon sowieso gleich sterben wird, kann ich auch nochmal den Großklingenstoß einsetzen. Und Gengar, greift bitte einmal mit Spukball an. Oh nein, als ob das Maxax auch noch Erdbeben kann. Das ist doch nicht dein Ernst. WTF? Espinodon hat überlebt. Ja, und Gengar hat sich sogleich an dem Maxax gerecht. Das war aber auch eine extrem fiese Taktik jetzt. Mit dem Erdbeben hatte ich nicht gerechnet. Und Großklingenstoß
wird tatsächlich noch ausgeführt und das Dragoran damit auch besiegt. Cool. Okay, die Hälfte seines Teams ist besiegt. Ich hoffe mal, jetzt kommen mal ein paar Pokémon, die vielleicht mal ein bisschen langsamer sind. Das wäre sehr angenehm. Oh, Gewaldro. Und Seedraking. Gegen Seedraking haben wir zum Glück direkt mal was. Und gegen Gewaldro eigentlich auch. Mit Eiszapfhagel und Donnerblitz. Das ist normal effektiv. Oh. Ist es echt? Okay, gut zu wissen. Dann setzen wir halt Spukball ein. Funktioniert ja auch. Und jetzt ist Gengar auch das schnellste Pokémon in der Arena. Blättersturm, ja, das war's jetzt leider mit Espinodon. Aber es hat sehr, sehr gut gekämpft, muss man ja auf jeden Fall ihm zugute halten. Die Frage ist, ob Gengar jetzt überleben wird. Ja, wird er tatsächlich. Nur Regentanz, das geht ja noch. Dann gehen wir jetzt mal zu Fiaro. Ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Regen, aber Fiaro ist wenigstens schön schnell und die Flugattacken sind ja genauso effektiv gegen Gewaldro. Spukball gegen Seedraking und dann sollte das schon mal hier sehr gut aussehen. Oh Gott, ey. Das wäre fast schief gegangen jetzt. Warum zur Hölle hat er das jetzt überlebt? Ist mir ein Rätsel. Was ist das denn? Briduradon. What the fuck? Okay, ich habe dieses Pokémon noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was zum Geier? Ich habe wirklich keinen Plan, was das sein soll. Das Blut des Drachen brodelt. Seine Macht wird jeden in die Knie zwingen. Ich gucke jetzt mal nebenbei auf PokéWiki, was das bitte schön für ein Viech ist. Denn ich habe das noch nie gesehen. Briduradon ist ein Pokémon vom Typ... Briduradon, so heißt es. Ist ein Pokémon vom Typ Stahldrache, so sieht es auch aus. Also ähnlich wie... Ja, dieses andere Vieh, ich habe den Namen vergessen. Interessant. Muss aber auch neu sein, weil ich kannte das vorher noch nicht. Oh Gott. Ich puste mit dem Handumdrehen weg. Jetzt gibt's kein Entkommen mehr. Stromstrahl? Die Attacke kenne ich genauso wenig. Absorbiert elektrische Energie. Spezialangriff steigt. Was zur Hölle? Okay. Cool. Ja, dann haben wir jetzt ja nur noch Maskagato und Adrian. Leider hat das Ding jetzt auch keine Kampfschwäche mehr, dadurch, dass es in der Terra-Kristallisierung ist. Gibt es das nur im DLC? Ja, tatsächlich. Ach, das ist die... Oh. Das erklärt einiges. Das ist die Weiterentwicklung von Duraludon. Das Ding hat tatsächlich eine Entwicklung bekommen. In diesem DLC. Cool, das gefällt mir aber. So, wir gehen jetzt voll rein. Mit Terra-Kristallisierung. Und hier machen wir mal eine Aurasphäre auf Seedraking, damit das Ding auch mal verschwindet. Ich hoffe jetzt, dass wir einfach schön mit dem Volltreffer, den wir ja garantiert haben. Och nee! Geh weg! Oh Gott. Hier die, ja genau. Die gesteckte Verteidigung ein bisschen durchdringen können. Das war jetzt aber extremes Pech. Er hat mit Orkan getroffen und wir sind auch noch verwirrt. Na gut, wenigstens greifen wir noch an. Und das... Ja, zieht trotzdem nicht so viel ab.
Wow, das war abgefahren. Sogar das Glück ziehst du an. Ja, ich fürchte, das Glück wird mich gleich verlassen, wenn es so weitergeht. Denn die Verteidigung steigt weiter. Wenigstens Seedracking muss jetzt endlich mal das Zeitliche segnen. Und dieser dumme Stromstrahl kommt schon wieder. Was ist denn das für ein Angriff? Ich habe den noch nie gesehen. Das muss irgendwie die Spezialattacke von dem Vieh sein. Ja, ist auch so. Oh mein Gott, das ist eine Aufladeattacke, ähnlich wie Solarstrahl. Wird allerdings bei Regen sofort eingesetzt. Na, klasse. Ja, Leute, sieht schlecht aus, ne? Ich könnte jetzt mich auch heilen, aber das finde ich irgendwie ein bisschen lame. Wenn wir verlieren, dann machen wir es nochmal. Und ja. Das war mal wieder nichts. Gut, wie es aussieht, muss ich auch hier mit einer etwas anderen Taktik rangehen. Und auch andere Pokémon benutzen am Anfang. Ja, da grinst er uns wieder an. Okay, wir nehmen nicht Espinodon zu Beginn, sondern... vielleicht Gengar? Oder Fiyaro. Am Anfang kommen ja relativ viele Pokémon, die Erdbeben einsetzen. Und da kann Fiyaro ganz gut mithalten. Gardevoir, hast du eine Fee-Terrakristallisierung? Nee, hast du nicht. Natürlich nicht. Das wäre ja auch viel zu schön gewesen. Ja gut, dann machen wir es jetzt so. Versuchen wir es noch einmal von vorne. Übrigens, Stromstrahl hat eine Stärke von 130. Ja, extrem krass. Kann auch tatsächlich nur das Bridoradon erlernen. Aber cooles Pokémon. Finde ich nice, dass sie dem Ding jetzt eine Weiterentwicklung gegeben haben. Denn Duraludon ist ja schon durchaus ein sehr, sehr cooles Pokémon. Ja, ich hab's verstanden. Gut, die Revanche gegen Levi. Gucken wir mal, ob es jetzt was wird. Da ist direkt mein Controller umgefallen. Dragoran und Libeldra. Eigentlich wäre es sogar ganz cool, wenn wir jetzt hier das Vulnona verwenden würden. Fällt mir mal so auf, weil ja, mit Blizzard wäre das sogar eine ganz gute Taktik. Okay. Ja, womit fangen wir denn an? Erstmal Sturzflug und Mondgewalt. Man hätte jetzt auch eine Paralyse probieren können, aber das lasse ich mal bleiben. Steinkante, natürlich kann der auch Steinkante. Und natürlich trifft es wieder direkt. Es ist genau derselbe Dreck wie mit dieser anderen Tante da. Ich habe ihren Namen vergessen. Dass immer nichts abzieht, ey. Also ja, Dragoran ist schon krass von der Verteidigung auch her, aber trotzdem. Steinkante, ich glaub's nicht. Warum kann jedes Top 4 Mitglied irgendein Pokémon, was Steinkante kann? Es ist ja wirklich zum Reiern. Feuerschlag, natürlich. Hab doch noch mehr Coverage Moves. Oh, Gott sei Dank. Ja, wenn das Libeldra jetzt überlebt hätte, dann hätten wir eigentlich direkt schon wieder neu starten können. Aber so gibt es vielleicht noch irgendwie einen Lichtstreif am Horizont. Eiskreise. Okay. Oh, sehr gut. Jetzt kommt das Gewaltroh. Und das Maxax.
Tatsächlich würde ich jetzt vielleicht sogar mal versuchen, das Mascarato sterben zu lassen und dafür einen Top-Trank für Gardevoir einzusetzen, denn der Fokusgurt ist ja immer noch da. Das heißt, wir überleben den nächsten Angriff dann safe und können Maxax vielleicht erstmal umbringen mit Mondgewalt. So. Breitseite gegen wen? Das geht gegen beide. Oh. Okay, krass. Kreuzschere. Das ist leider sehr effektiv. Nee, ist es nicht. Ich bin dumm. Ah. Ach so. Ja. Ich bin nicht der Einzige mit einem Fokusgurt. Ich sehe schon. War das Gewaltruhe jetzt schneller? Ich weiß es nicht, aber ich will es auch nicht riskieren. Deswegen kommt erstmal Adrian jetzt rein. Okay, ja, nee, Erdbeben wäre eigentlich dumm. Gehen wir mal auf Nahkampf. Und bei dem Maxax nach wie vor auf Mondgewalt. Eisenschädel. Warum hast du das nicht gleich gemacht? Ich frag lieber gar nicht erst. Ja gut, der Blättersturm ist jetzt nicht so schlimm. Trotzdem gefällt mir das hier alles ganz und gar nicht. Denn das Maxox hat bestimmt auch irgendwas gegen unser Lucario, oder? Oder? Bestimmt. Und das Maxax konnte auch Erdbeben, das wissen wir auch noch. Leider habe ich jetzt so langsam keine andere Wahl mehr und muss eigentlich auf Gengar jetzt mal langsam hier gehen. Ja, was willst du machen, ne? Ja, natürlich setzt das Vieh es auch direkt ein. Ich hasse ihn. Also, eigentlich hasse ich ihn nicht, aber Mann... doch scheiße. Warum, Levi? Warum musst du mir das Leben so schwer machen? Du hast doch selber gesagt, dass wir ins Finale kommen müssen. Also, lass mich doch einfach dahin. Dass auch keine Terra-Kristallisierung mir irgendwas bringt. Eis bringt, würde mir was bringen? Habe ich nicht. Ich habe bloß Drache, was blöd ist, weil dann kriege ich auch nur noch mehr auf ins Gesicht. Ja. Es ist alles blöd. Und Maxax ist ja leider auch schneller und setzt direkt nochmal Erdbeben ein. Und das war's mit Gengar. Toll. Ja, natürlich spammst du den Regentanz, damit dein Drecksstahl-Pokémon dann direkt uns wieder wegflashen kann. Ich glaube, ich packe wirklich Vulnona rein beim nächsten Mal. Das wird mir hier langsam zu bunt. Dann müsste ich nur noch eins fangen, was... was... hier Dings die Fähigkeit hat, dass es direkt anfängt zu schneien, damit wir schön mit Blizzard dann da immer angreifen können. Ja, das ist eigentlich nur noch Show, was jetzt hier passiert, weil uns das Maxax wahrscheinlich sowieso töten wird mit seiner Breitseite. Denn schneller ist es definitiv. Oh, der Ruf ist aber eigentlich ganz schön von dem Pokémon. Ja, danke fürs Gespräch. Das läuft ja mal wieder super, aber das kennen wir ja nicht anders. Ja, take my money, wirklich. Wir werden es, wie so oft schon in diesem Top 4 Kapitel, es in der nächsten Folge nochmal probieren.
Und ja, hoffen wir, dass es da irgendwie klappt. Vielleicht hole ich mir bis dahin das Vulnoda ins Team und dann wird das schon irgendwie. Und dann, Leute, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffen wir, dass meine Prüfung morgen besser läuft als der Kampf heute in dem Video. Vielen Dank an all meine Kanalmitglieder und ganz im Besonderen vielen Dank an Basti, Manuel und an Rex Schattenklinge. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dahin.